Robbe hier. Willkommen zurück, Freunde, zur neuen Folge von Summoners War. Heute wieder zum Friend Summoning bei Simsi 2, Level 35, fast 36. Und wie immer schauen wir zuerst mal in seine Monster rein. Wieder ein schöner kleiner Account, das heißt wenig Monster. Das heißt, wir können noch viel, viel ziehen. Und das macht immer richtig Bock. Die Chance, dass wir das doppelt ziehen, ist ja ein bisschen geringer. Aber ich sehe schon, krass, schon richtig krasse Monster. Hier, nice one. Was? Ein Net 5, zwei Net 5s. Wow, 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 wow. Zwei Net 5s schon. Krass. Mit Level 35. Mit Level 35 GZ. Da hast du mehr Glück wie sehr, sehr, sehr viele andere Leute. Mit zwei Net 5s auf jeden Fall schon richtig nice. Mit Lagmaron hast du einen richtig geilen Farmer schon gezogen. Kannst du schön in Aiden Hell farmen lassen. Schön hier mit Skill Ups schon drinne. Nice. Boah, man, ging hier alles direkt in die 4 rein. Ist ja krass. Das ist ja Luck gehabt. Aber mach die anderen auch noch hoch. Hier, Cooldown und Damage, meinetwegen. Musst du nicht unbedingt. Aber hier, Sturmwill, mach hoch. Mach ihn hoch. Six-Star, dein erster Six-Star, finde ich. Lagmaron, richtig nice. TUA, Solo-Farmen in Giants und so weiter. Richtig nice auf jeden Fall. Würde ich dir empfehlen. Denn du hast gar nichts gefragt. Du wolltest gar nichts wirklich wissen. Normalerweise frage ich euch mal, wollt ihr irgendwas wissen? Soll ich jemanden grüßen, Gilde vorstellen? Und der gesagt, nein, ich wünsche mir nur einen Net 5. Ich will noch einen Net 5 haben. Versuche ich die natürlich zu ziehen. Aber das nochmal als Tipp nebenbei. Lagmaron sollte, finde ich, dein Farmer sein. Gucken wir mal ganz kurz rein. Gucken, was Tempo klinge. Wow, 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 wow. Holy shit. Da hast du aber einen rausgeholt, ey. Schöne Rune, auch wenn die Stats hier unten nicht wirklich praller sind, aber es geht ja auf Slot 246. Kommt sie auf dem Mainstat an hier, 63, richtig krass. Crit Damage, nice geruhnt auf jeden Fall, die richtige Rune. Klar, jetzt 4-Star, mach die noch auf 9, dann reicht das. Und hier ACC, oh, die Rune hat aber schöne Crit-Schaden, Crit-Rate. Braucht er wirklich so viel ACC? Schmeckt zwei lang ihre Angriffskraft und betäubt. Okay, das könnte man machen, das ist das. Dann fügt einer einen Schaden zu. Kann man abmachen. Ich würde aber fürs Farm Lagmaron, Attack, Crit Damage, Attack, Fatal Klinge für dich jetzt am Anfang. Würde ich empfehlen. Aber es trotzdem kann man auch machen. ACC, warum nicht? Geht auf jeden Fall auch. Aber Attack, Crit Damage auf jeden Fall schon mal richtig gut. 42 Speed, auch schon. Mann, für dein Level. Krasses Monster, krasse Runen. Den solltest du wirklich auf 6 machen und dann läuft das auf jeden Fall. Schöne Chloe hast du hier noch. Okay, hier, die kannst du erwecken. Kannst du schön im Giants, beziehungsweise im Giants, nicht im Giants, sondern im TUA mitfarmen. Oh, in Giants geht auch, Giants 8 kannst du mit der auch farmen, geht auch als Leader. Okay, okay, alles klar. Ja, schauen wir mal, was er uns mitgebracht hat. Und zwar 44 Mystische auf dem Level, auch wieder richtig krass gespart. Respekt da, das sind so viele Rollen für so kleine Accounts immer. Das macht immer richtig Bock. Und 500 Sonderbeschwörungen. Okay, Chloe hat das schon. Hua hat da, glaube ich, auch schon gehabt. Was soll ich dir hier ziehen? Susano für die Fusion vielleicht. Und Phantomdieb auch nicht so pralle. Vielleicht hoffst du ja auch auf Vanessa. Ist auch Vanessa, glaube ich, ne? Das könnte natürlich auch sein. Meereshäscher, ja, der ist ja einer der wenigsten, ich habe ja einen neuen Begriff, einer der wenigsten OP-igsten Drachen. Er ist nicht der schlechteste Drache, er ist der wenig OP-igste. Er ist trotzdem gut. Aber nicht so gut wie die anderen. Aber okay, du hast gesagt, ich kann die Sounds auch aufmachen. Deswegen, ich weiß gar nicht, auf welches Monster du wirklich hoffst, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich hier, das ist natürlich krass. Das wäre natürlich richtig krass. Und wir gehen erstmal in einen anderen Channel rein, würde ich sagen. Jetzt mal wieder 0815. Ich hoffe, der bringt dir Glück. Please, 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 come to us. Please, hier für den kleinen Account mal irgendwas Geiles. Komm, machen wir die Sounds erstmal auf. Und Food, also doch, der hat geschrieben, Food ist auch immer ganz gut, kann man auch gut gebrauchen. Klar, du hast jetzt ein paar 5-Stars. Deine Aufgabe ist, die auf 6 zu bringen auf jeden Fall demnächst. Und dafür brauchst du natürlich Food oder Food macht es wesentlich einfacher. Und deswegen hier, erstmal für dich leider, trotzdem ärgert man sich ja, auch wenn Food muss man auch haben. Aber wenn es halt nicht blitzt, ärgert man sich auch. Da schön nochmal der Griffin reingekommen. Ich weiß gar nicht, ob du den gebaut hast. Auf jeden Fall würde ich dir empfehlen. Kannst du immer gebrauchen, auch im Late Game noch. Oh, jetzt blitzt er mal. Oh, da gibt er der Blitz. Und Susano ist es geworden. Susano, ich weiß gar nicht, ob ich ihn letztes Mal ganz schnell reingeschaut, nachdem wir die letzte Dings auch noch gemacht haben, ob du den jetzt noch brauchst für die Fusion. Das wäre natürlich richtig nice. Dann hast du dir einen Fusionsmonster schon mal gespart. Guck mal, ich glaube, nicht da. Fusion. Steht da. Fusion. Steht doch Fusion. Nein, ich will aber natürlich hier ins Portal. Wo ist das Portal? Fusion, hier steht auch Fusion.
Und zwar hier brauchst du... Nein, wofür braucht man denn Susano? Da, für den Phönix brauchst du Susano. Für Sigmarus. Leg ihn, mach den trotzdem. Irgendwann später wirst du die wahrscheinlich bauen. Deswegen ist Susano eigentlich jetzt schon mal gar nicht wirklich schlecht. Nice auf jeden Fall. Okay. Ich würde sagen, wir beschwören weiter. Mystische. Oh mein Gott. Okay, jetzt kannst du... Oh, da gibt es doch so viele geile Monster. Bitte gib mir irgendwas Geiles. Kommt was. Kurierheil. Wie gesagt, Food auch... Ist auch nett, brauchst du gerade wirklich. Du hast noch so viel zu tun. Du hast schon nice Runen für dein Level. Du hast schon nice Runen. Lackmann hat schöne Runen. Six-Star ihn. Vielleicht kriegst du noch eine geile Crit Damage Rune auf Slot 4. Schön Six-Star. Das wäre richtig krass. So, come on, come to us. Was ist los? Come to us. Drunk Master. Also, es gibt viele Three-Stars, die gut sind. Wenn ich jetzt sage, der ist Food, der ist nicht Food. Der ist nice. Hakfeuer. Wenn ich sage, die sind Food, heißt das nicht immer, dass die schlecht sind, ja? Für mich ist das nur so gewohnt. Hier, Schlange ist, glaube ich, auch für die Fusion. Das ist für mich Food. Aber wenn du natürlich für die Fusion brauchst, dann war sie natürlich auf. So, weiter geht's. Kommt doch was, kommt jetzt Blitz. Was ist los hier mit der Rate? Ein Blitz erst. Come on, so ein kleiner Account. So ein kleiner Account. Ah, come on. Marshall Cat, wenn wir 25 keinen Blitz haben, müssen wir jetzt irgendwas... Oh, shit. Den Pump, ey. Komm los! Ey, was ist das? Boah, richtig... Boah, nee, komm. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Aiden Hell. Jetzt schon mal mit Lackmaron probieren. Was bringt er? HP geht hoch. Ich will wissen, wie viel Damage der jetzt macht. Schade, dass du auf dem letzten Slot 6 keinen Attack drauf hast. Das würde man das besser. Vielleicht, ich glaube nicht, dass er so schon Solo farmen kann. Speed hat er genug. Du bist auf jeden Fall als erstes dran. Und, wie viel macht das? Crit? Ah, nee, noch, da kommt noch deutlich zu wenig. Das wird er nicht schaffen. Die Monster haben aber auch mega viel HP. Aber du kannst zumindest vielleicht... Lass mal einfach mal laufen. Ich denke mal auf... Wenn du es auf hart spielst, könnte es, glaube ich, ganz gut klappen. Oh, guck mal, wie der tankt. Verfehlt. Der tankt auf jeden Fall richtig gut. Wie gesagt, mach ihn auf 6. Oh Mann, Lackmaron ist ein richtig nice Monster am Anfang. Das ist ein richtig nice Monster. Es gibt viele Net 5s, die dir auch helfen können. Aber ich sag mal, Lackmaron ist so einer, der bringt dir echt, würde ich sagen, echt viel am Anfang. Auf jeden Fall. Allein, dass er Solo farmen kann. Und im TUA und im Giants. Ja, hier macht er noch deutlich zu wenig. Da muss noch mehr Druck kommen. Gib ihm Full Attack, aber ich denke mal, auf hart wirst du es schaffen. Aber das probieren wir jetzt nicht aus. So, come to us. Hey, jetzt Blitz bitte für ihn. Das ist nicht mehr lustig so langsam. Come to us. Oh, ey, ist das krass. Am Mittwoch habe ich noch 2 Net 5 für eingezogen. 2 Net 5 für eingezogen. Letzte Woche Mittwoch. Auf dem Stream. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Krass, ey. Könnt ihr euch nur angucken, das Video ist noch oben. Aber hier blitzt es nicht einmal los. Oh, ist das schrecklich. Drunken Master. No, als Food. Food hast du und du kriegst so viel Food. Blitzt. Oh, dann sowas, ey. Luan. Zirkuliert den Körper mit Chi, erholt 30% und greift 3 Runden lang dagegen, wenn angegriffen. Das klingt eigentlich recht nice, mit den 3 Runden dagegen, wenn angegriffen. Und Chi erholt sich. Ich glaube, das ist ein krasser Tank, aber mehr auch nicht irgendwie. Da fehlt auch wieder so das Letzte. Obwohl, hier hast du zumindest mal einen geilen 3-Star. Geht doch, ey. Meine Fresse, wie viele Rollen waren das? Und? Nein! Er hat doch Trevor schon, oder? Oh, hör auf. Wieso? Wieso kommt er nicht bei mir? Nein, er hat doch, glaube ich, Trevor schon. Oh, das gibt's da wohl nicht. Das ist ja krass. Wo ist der überhaupt? Grad. Oh. Susanne und... Oh, das, oh shit, das ist wie bei mir mit der Chloe, ey. Das ist wie bei mir mit der Chloe. Dann ziehst du den nochmal, ey. Oh Mann. Hier, hua. Habe ich auch gerade noch gesehen. Leveln, hier auf jeden Fall. 5-Star am Anfang direkt hoch. Oh, du hast geile Monster, wirklich. Du hast krasse Monster auf jeden Level. Mit denen kannst du alles machen. Du brauchst auch... Hier, du hast auch Lucian, du brauchst hier, erweck die alle hier. Die kannst du alle erwecken, du hast genug zu tun. Dafür, deswegen dein Food, den ich dir ziehe, der ist wirklich nicht schlecht. Du kannst doch echt viel hochleveln, aber trotzdem. Mann, wieso wieder was Gleiches? Man kann es eigentlich für Skill-Ups benutzen. Trevor ist auf jeden Fall richtig krass stark.
auch ein guter Solo-Farmer, aber ich glaube, Langmacher, ich bin mir nicht sicher, wer besser ist. Ich habe beide leider nicht. Aber könnt ihr vielleicht mal Kommentare schreiben, ob ihr Lackmaron besser findet als Farmer oder Trevor. Ich glaube, Trevor farmt auf Feynman dann, ne? Jetzt Blitz aber nochmal. Es waren so viele Rollen, das ist echt... Also zwei Blitze und das waren schon... Wie viele Summons waren das insgesamt? 50? Boah, mehr noch, wir hatten 500 Stones. Blitz. Du hast so viel Food. Oh shit. Ist das krass, ey. Kannst du das, ey. Ich finde, irgendwas sollten die einbauen, dass man zumindest irgendwie jede 20. Rolle oder 15. Rolle, 10. Rolle. Nein, ein Pack. Was rede ich da? Ein Pack. Wenn man sich ein Pack kauft, 11 Rollen. Einmal Lightning. Aber wenigstens einmal Lightning, das kann es nicht sein. So ein kleiner Korn, wie lange das dauert. Ich merke ja schon wieder zu viel. Ah, guck dir diese mystische Hexe an. Die kannst du richtig schön verfüttern. Troll, du Ass, ey, jetzt Blitz. Und dann Frankenstein. Obwohl der jetzt gar nicht schlecht ist, muss man sagen. Der ist gar nicht schlecht, eigentlich. Aber, oh Mann. Come on, please. Ey, letzte Rolle. Jetzt genau auf 100. Genau auf 100 hat das sogar abgepasst für mich. Zwei Lightnings. Was ist denn los mit der Rate? Split? Please. Come on. Oh. Oh, es tut mir so leid. Das tut so weh. Sind Sie sorry, wirklich, ey. So zwei Lightnings. Okay, du hast Susano. Nicht schlecht. Für die Fusion. Du hast Trevor. Hast du schon. Sonst nur Food. Wie krass ist das denn gerade? Mein Gott. Oh, shit, ey. Oh, ich hoffe, du hast mich nicht. Ich hoffe, du hast mich nicht. So sorry. So sorry. Schau mal in seinem Lager rein. Oh, ich packe die 4-Stars immer ins Lager. Also alles, was über 3-Star ist, packe ich immer ins Lager. Und dann könnt ihr euch selber aussuchen, ob ihr aufs Video wartet. Oh, ich empfehle es dir nicht diesmal. Packt diese Sahne und Trevor rein. Das war's. Oh, ist das krass. Scheiß fucking come to us. Oh. Finde ich auch irgendwie nicht gerecht, ey. Bei so einem kleinen Mini-Account auch noch dann so hart fucking 3-Stars. Ah, am liebsten würde ich dir noch ein Pack kaufen, ey. Dann sammeln wir das auch noch, aber... Ist echt schrecklich. Gib mir doch Rollen. Scheiß Kantuas. Okay. Sind Sie sorry, wirklich nochmal. Sorry, dass ich nichts für dich gezogen habe. Kantuas, ja, weiß ich, hat heute einen schlechten Tag. Trollt mich wieder, wie immer. Ich fühle mich heute toll. Fuck you. Was ist das? Geh weg. Scheiß Tante, wo ist sie? Elia, hier. Komm, wir schubsen die hier runter. Elia, nee, hier auf Verband, hier auf die Insel. Geht das? Ah, schade. Und hier auf die ich glaube, ich baue mir extra. Ich habe die letzte Insel ja noch nicht bei mir. Ich baue mir extra die Insel, nur für dich. Dann baue ich dir da so einen Knast zusammen. Kannst du da verrotten. Nein, okay, du kannst da auch nichts für. Du kannst aber kaum zu was sagen, er soll nächstes Mal bessere Raten geben. Komm, wir ziehen dir mal was anderes an. Wie sieht es überhaupt aus? Das hier. Yay. Oh mein Gott. Oh shit. Okay. Bleiben wir positiv. Du bist Level 35, du hast 2 Net 5. Also mehr wie sehr, sehr, sehr viele andere Leute, die gerade sagen, meine Fresse hat der Luck gehabt. Von daher, vielleicht hast du dein Glück einfach schon gehabt. Jetzt ist deine Aufgabe zu Sixtan. Dein Trevor zu Sixtan, dein Lackmaron zu Sixtan, deine Hüllendame zu Sixtan. Vielleicht holst du noch einen geilen Heiler wie Bella oder so. Und dann gehst du erstmal farmen, ey. Dann gehst du schön in Giants, gehst du schön in TOA. Okay, Simsi, ich danke euch, Freunde, fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.